Und damit herzlich willkommen in der Donnerstagsfolge bei den Farming Nerds. In dieser Woche in zweier Besetzung. Ja, denn unsere Fliegerjungs, die müssen in dieser Woche ganz viel lernen. Der eine für seinen Flugschein, also diesen großen, damit er auch endlich die großen Vögel fliegen darf. Der andere darf schon, muss aber mal, ich sag mal, einen neuen Führerschein machen für ein neues Modell. Beide lassen euch recht herzlich grüßen und lassen uns hier auf den Feldern weiterschuften. In dieser Woche mit dabei Heidi und Tobi. Hi! Hallöchen. Oh, jetzt war ich so in meiner Ernterei drin, dass ich fast das Hallo vergessen hätte. Mein ja, aber tatsächlich, wo du gerade schon erzählst, wo bist du, was machst du? Ich habe einfach die großen Maschinen behalten, weil ich so beeindruckt war und habe jetzt einfach das nächste Feld mir genommen, was ein bisschen Geld bringt auch, also ein bisschen gut, glaube ich. Und ja, im Prinzip genauso spannend wie das andere. Es sind wieder Sojaboden, es ist wieder E4Whale. Also ich habe gedacht, das haben wir jetzt so gut gemacht, das machen wir nochmal. Das ist eine gute Idee. Ich habe in der Zwischenzeit Pflügen abgeschlossen, im Wechsel auf den heutigen Donnerstag und habe meine Geräte zurückgegeben und mir was Neues ausgeliehen, nämlich, tada, einen Klaas und einen Grubber. Ich habe nämlich gesehen, da sind einige Grubber-Aufträge dabei und die sind ja immer relativ schnell erledigt. Und deswegen habe ich gedacht, die Knete, die nehmen wir doch schnell mit. Hier noch schnell dieses lustige Shuttle-Control ausmachen. Und das ist auch kein kleiner Axion, sondern der 870er. Also der hat schon tatsächlich ordentlich was unter der Mufte. Und jetzt setzen wir uns mal rein. Und jawohl, schaltet automatisch auch nach hinten um. Setzen eben gerade an diesen wunderschönen Grubber an. Den hatte ich ja in Kornau, glaube ich, auch. Das ist ein tolles Ding. Und dann geht es los aufs Feld. Nummer 18. Und wie immer stellen wir uns, während wir den Hof verlassen, die Frage, wo zur Axt war nochmal Feld Nummer 18? Und während wir auf der Rückseite des Shops sind, schalten wir ganz kurz die große Karte an und gucken mal, wo ist denn die 18? Ah, da hinten. Alles klar. Also rechts abbiegen am Bahnhof an der BGA vorbei und dann das zweite Feld auf der rechten Seite. Herrlich, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja. Oh, Autoverkehr. Findste, und wir haben ja schon mitbekommen, Heidi hat schon ausgetestet, die sind wieder aggressiv heute in Italien, die Autofahrer. Sind sie. So ein bisschen aufpassen. Und eiskalt. Ja, erstaunlich. Ohne Pardon. Du, wenn ich so weitermache, dann schaffe ich das nächste Feld auch noch diese Woche. Das wäre doch gut. Ja, so ein Riesendrescher. Und geil, da du mit dem geil. LKW auch so gut also da angekommen bist, du hast ja den LKW auch selber rübergefahren in der Pause. Könntest du ja versuchen, den wenigstens mal Richtung IFO, IFE zu fahren. Ich kann den dann ja rückwärts ansetzen, das ist ja kein Problem. Und du sammelst den Zug ein, oder was? Nö, kannst du dann auch machen. Währenddessen kann ich ganz in Ruhe, halt, hier muss ich rein. Kann ich dann ganz in Ruhe den LKW rückwärts ansetzen. Das nenne ich mal Arbeitsteilung. Könnt ihr schon mal in Ruhe gucken, wie es geht, wenn ich denn doch alles alleine machen muss? Sehe ich schon ein. Ja, es ist nicht ausgeschlossen. Ja. Und damit geht die Frage in die Farming Nerds Community. Wollt ihr, dass wir über den Sommer lieber ein paar weniger Folgen machen oder wollt ihr Heidi 5 Tage alleine in Italien sehen? Ich glaube, ich kenne die Antwort, aber trotzdem schreibt uns. Und sagt jetzt eine Schreibt uns in die Kommentare. Warte mal, hier war ich ja noch nie. Was ist das denn hier Hübsches? Ach so, doch, das ist dieser Umladebahnhof, glaube ich, auch für Holz und so. Auch schick hier. Guck dir das mal an. So, Feld Nummer 18 ist jetzt natürlich hier genau hinter diesem Wäldchen. Sind wir wieder falsch gefahren, aber was soll's. Schön war's. Ich habe 2 Pflanzen stehen lassen. Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ich habe 2 Pflanzen stehen lassen. Ja, nicht das Bonkers, das mitkriegt. Der kriegt einen Anfall, kriegt der. Und zwar an die Riebenen. So, einmal ausklappen. Dann gucken wir uns das Moped mal an da hinten. So, fahren wir kurz mal GPS, wo es lang will. Ja, wirklich? Dann eingeschlafen? Nee, doch nicht. Wer ist eingeschlafen? Das Gerät. So.
Dann wird jetzt gegrubbert. Gegrubbert. Na denn, Attacke, sag ich dann nur. Mit sagenhaften 11 Kilometern, das kann ja wieder Tage dauern hier. Ich ernte mit 11, nur sei mal nicht so ungeduldig. Aber wenigstens ist das Feld hier mit Ausblick auf den schönen Hof. Da kann man dann schon mal träumen. Und Feld Nummer 18 ist übrigens das, wo wir letzte Woche oder vorletzte Woche den Mais drauf geerntet haben. Man kommt ja als Lohner ganz schön rum hier auf der Karte, ne? Ja. Sieht man auch mal ein bisschen was. Finde ich. Find's nicht doch. Guck mal, was ist denn? Oh ne. Halt, stopp. Stopp. So, machen wir schnell ein Außengewände. So. Welche hatten wir jetzt? Ja, sobald es hier aber ein bisschen bergauf geht, macht der Trecker schon fast schlapp. Da dreht er nämlich lecker durch. Das wird ja lustig hier. Ist natürlich nicht so schön. Och, naja, wird schon. Ich habe mir jetzt mein GPS wieder eingestellt. Mal gucken. Mal nebenbei noch andere Sachen machen. Ja, bunte lesen oder so. Bunte lesen. Stricken. Häkeln. Oder was zu trinken einschenken. Siehst du, da muss ja, ne, muss ja viel trinken beim Arbeiten. Ja, es war in Italien. Ja, nicht nur in Italien. Ja, was meinst du denn? Sollen wir als nächstes einen Hof kaufen oder sollen wir als nächstes Geräte kaufen? Ich bin immer noch, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu pragmatisch, aber ich finde, dass man eher nochmal ein Feld sich erst holen sollte und eben mit den Maschinen sich so ausstatten sollte, dass man alles selber machen kann, ohne dass man leihen muss. Ja. Und dass man dann wieder ein bisschen Geld zusammensammelt. Und dann hat man ja auch ein bisschen einen Rückhalt schon. Also man könnte ja, man hat ein Gerät und man hat ein Feld. Also man würde dann sagen, dass man sich dann einen Hof holt, den anderen verkauft und sich einen neuen Hof holt. Weil vielleicht kann man dann auch schon ein bisschen mal was leihen. Also ich würde den kleinen Hof gar nicht verkaufen. Schau mal, der hat, als wir hier angekommen sind, genau 5.000 Euro Wert gehabt. Der wird jetzt nicht mehr Wert haben. Und du, ich habe jetzt die zwei Traktoren raufgestellt und zwei Anhänger. Das hat sich quasi verdreifacht. Der ist ja auch immer richtig was wert, das Ding. Das ist endlich mal was wert. Naja, okay, für 5.000 Euro musst du es nicht verkaufen, hast du wohl recht. Kannst du immer noch mal als Zwischenstation nehmen zum Lagern oder Abstellen von Fahrzeugen. Ja, tatsächlich haben wir da ja auch einen Kornspeicher drauf. Also man kann da tatsächlich auch Ernte lagern, wenn man sie nicht richtig gut verkaufen kann. Da hast du wohl recht. Ausnahmsweise mal, ja. Ja, ich weiß. Das ist schon komisch. Sieht manchmal so aus, als wenn er hier nicht alles weggegrubbert bekommt. Da muss ich dann später nochmal mit einem anderen Winkel wahrscheinlich drüber fahren. Anderen, ach so.
Na, das ist manchmal, wenn du bestimmte Sachen, bestimmte Anhebungen hast oder so. Manchmal mit dem Rasenmähen auch so. Oh, ich bin mit meinem Rohr hängen geblieben. Hoppala. Ich mache jetzt einmal leer. Ich glaube. Warte mal. Was ist das jetzt? Das Feld 39. Ach, guck mal, ich habe schon über die Hälfte runter. Das war jetzt unser Feld. Die 29. Genau, südlich von der BGA. Unkraut. Ach du grüne Neune. Was denn jetzt? Ja, Striegel kaufen. So, warte. Martensi. 29. Zack, in die Richtung müsste ich laufen. Ach Quatsch. Jetzt ist die Frage, was hatte denn Flo sich für einen angeguckt? Na, irgendwie hieß es ein 100% Unkraut. Ja, das ist normal. So. Was war das mit P, ne? Ja, für den Shop. So. Guck mal mit mir zusammen, damit ich nichts Falsches kaufe. Ist ja jetzt auch egal, ne? Es ist ja... Ich suche jetzt aus, dann kann ich auch kaufen, was ich ja, will. Ja, ja, ja. Striegel, ja, der blaue für 45 halt, ne? 12 Meter, warte, 15 warte, Meter, 20. Flüge, Zuckerrohr, Schneidwerk, unten Scheibenecke. Und den, ach da, das blaue Ding, genau. Was wir immer hatten. Zack. Kann man ja auch nicht falsch machen, einfach richtig, kaufen. Richtig, dann den Hülli nehmen, das Ding abholen am Shop und dann zum Feld und striegeln, was das Zeug hält. Attacke. Striegeln, was das Zeug hält. So. Farming, in dieses Fahrzeug einsteigen. Zack, dann muss ich erstmal ein Stück rückwärts fahren und dann die Anhänger abhängen. Uhuhuhu. So. Oh, das war nicht gut. Das war auch noch nicht gut. Guck einer Schau. So. Ach. Ach, das ist doch Käsekacke. Warum machst du denn? Hast du jetzt die Hänge auseinander so gekuppelt oder was? Ich bin aus Versehen in den blauen reingesprungen bei dem ganzen Hin und Her. Nee, der hilft dir dann nicht. Der hilft mir nicht wirklich. So. Wenn T steht, dann ist es eine Sackgasse. Das ist blöd. Du musst bei uns vom Hof einfach nur links runterfahren. Vorne bis zur Straße und dann kannst du geradeaus durchkacheln und kommst automatisch zum Händler irgendwann.
nicht so schnaufen. Es ist so aufregend. Entschuldigung. Ich atme schwer. Huch. Ich finde, die Strecken reichen manchmal auch schon. Ich meine, Kornau, da bist du eine ganze Folge unterwegs gewesen, aber hier reicht auch schon manchmal so. Von das oben stimmt nach tatsächlich. Unten. Ne? Ja, und wie es bei den Farming Nerds weitergeht, ob Heidi den Striegel beim Händler abgeholt bekommt und vor allem, wie es ist, wenn wir das erste Mal auf unserem eigenen Feld das Unkraut runterrupfen, damit die Ernte eine erfolgreiche wird, das erfahrt ihr in der... Was ist denn das jetzt hier? Was ist das für ein Blödsinn? Warum will er mich denn jetzt in die alte Bahn wieder reinsetzen? So ein Schwachsinn. Genau, also das erfahrt ihr in der neuen Folge morgen am Freitag hier bei den Farming Nerds. Ich versuche jetzt nochmal einen neuen Kurs anzufahren. Und schon wieder will er mit uns in die alte Bahn rein. Das ist doch ein Blödsinn hier. Mach's nicht kaputt, bitte. Schon seltsam. Jetzt wird eine ganz neue Furche ziehen. Naja gut, dann ziehen wir halt eine neue Furche. Und ihr seid morgen wieder dabei am Freitag. Lasst uns gerne einen Daumen da und auch ein Abo, wenn ihr noch nicht schon längst abonniert habt. Da freuen wir uns sehr drüber. Eure Kommentare, wie wir Sachen besser machen können und vielleicht habt ihr Ideen zu unserer Strategie, die schreibt bei uns dort ebenfalls rein. Und wir sagen Tschüss, bis morgen bei den Farming Nerds. Sie bis morgen, ich bin gleich da.